Ich bin seit 1987 Professor in Freiburg für alte Geschichte gewesen. Und in dem Zusammenhang ist dann relativ früh der Gedanke aufgetaucht, auch in das Erasmus-Programm einzusteigen, das ja genau in diesem Jahr 87 eingerichtet wurde. Und ich selbst muss gestehen, dass ich gar nicht da so aktiv oder initiativ gewesen bin, sondern die Idee ging zurück auf Kollegen in Italien. Die sagten mir, das wäre doch mal eine tolle Sache, dieses Erasmus-Programm. Dann können auch unsere Studierenden einen Anteil nehmen an diesem Austausch, den wir schon mehr oder weniger lange pflegen. Und es kam dann die Idee, also wir sollten mal Erasmus machen und dann sagten die italienischen Kollegen, das müsst ihr aber in Deutschland organisieren. Wir kriegen das ja nicht gebacken, das musst du machen, Achim. Und ich bin dann tatsächlich schlicht und einfach zu dem Chef, dem damaligen Chef, das hieß noch nicht International Office, sondern Außenamt gegangen und habe ihm erzählt, das würde ich machen und ich hätte so ein bisschen Sorgen wegen dieser Formulare. Und da sagte der, und das war damals noch möglich, werde ich nie vergessen, sagte er, ach, wissen Sie, Herr Professor, das können wir doch gleich zusammen machen. Dann holte der so ein Formular und dann haben wir das ausgefüllt und das war unser erster Antrag. Und der wurde dann im Herbst 89 eingereicht und bewilligt und dann ging es los, ja. Das ist interessant. Also an Studiengänge und Studienverläufe konkret hatten wir noch gar nicht gedacht. In dieser Zeit vor Bologna war alles noch ein bisschen lockerer organisiert. Man konnte deswegen sich auch freier bewegen. Man hatte mehr Zeit, auf mal überhaupt zu wechseln, ja, mehr Chancen zu wechseln und insbesondere auch ins Ausland. Und das war der entscheidende Punkt. Wer wollte, sollte die Chance haben, möglichst ohne großen Aufwand und mit finanzieller Unterstützung, mal für mindestens ein Semester, aber doch wünschenswerterweise für ein Jahr oder zwei Semester ins Ausland zu gehen. Und wichtig war, und das ist nach wie vor, glaube ich, ein großes Thema, wie kann man den Studierenden diesen Schritt ins Ausland erleichtern? Also so, ich weiß noch von damals, diese bürokratischen Hürden an einer italienischen Universität zu überwinden, war nur mit Hilfe der italienischen Freunde und Kollegen möglich. Also es ging nicht so sehr um ein Studienprogramm, sondern um die Förderung, um eine individuelle Förderung von Studierenden im Rahmen eines, jedenfalls bei uns, noch relativ liberalen, in einer relativ liberalen Studienordnung. Also ich habe schon gesagt, die verschiedenen Anmeldemechanismen an verschiedenen Universitäten in verschiedenen Ländern waren und ich glaube, sind auch immer noch eine große Herausforderung. Ja, das ist das eine. Das zweite ist die Sprache. Hier kam nur noch dazu, dass wir ganz betont darauf setzten, dass die Studierenden dann auch die Sprache ihres Gastlandes lernen mussten. Das war ein zweites Problem. Und der dritte Punkt, den man noch, es ist so das Einleben in eine andere Kultur. Und da gibt es kulturelle Differenzen und mit denen umzugehen ist, ja, ist nicht immer ganz einfach und ist auch nicht immer ganz einfach gewesen. Ich ist zum Beispiel mal bei mir ein Student zurückgekommen, der war Vegetarier. Kurzum, der hat da so stark abgenommen, dass er dann wieder nach Hause gekommen ist und von seiner Mutter wieder etwas aufgepäppelt wurde. Aber also wie gesagt, es war schwierig und es war im Wesentlichen, das war eigentlich auch unser Anliegen in unserer Gruppe von Hochschullehrern, den Studierenden diese Schwierigkeiten zu beseitigen, beziehungsweise den Studierenden zu helfen, diese Schwierigkeiten zu überstehen, also die administrativen, sprachlichen und kulturellen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass ich sage es jetzt mal so, das Europäische. Also man versteht, also mir ist es jedenfalls so gegangen und ich spüre das auch aus Gesprächen bei den anderen Studierenden, man spürt, was Europa ist. Ja, man spürt,
Eine große Gemeinsamkeit, eine ähnliche Orientierung, eine ähnliche Denkweise und man kapiert zugleich die Diversitäten und die Unterschiede und Differenzen in Lebensstilen, in Sichtweisen und lernt das zu schätzen. Also diese, wie man so schön immer sagt, als Formel, diese Vielfalt in der Einheit oder so. Das ist dann kein Blabla mehr, sondern das erfährt man sozusagen am eigenen Leibe. Und dazu ist auch wichtig, dass man eben in diesem Land lebt. Das war ja auch so ein Anliegen des Erasmus-Programms. Und aus meiner Sicht ist es eines der besten EU-Programme überhaupt, wenn nicht das Beste, weil das funktioniert hat. Und ich sehe auch, deswegen habe ich mich da auch immer wieder engagiert, auch Epikur. So eine große Chance dafür, weil man das auf immer breitere Basis stellt und es immer leichter macht. Und wenn es dann gemeinsame Studiengänge gibt, mittlerweile gibt es auch Routinen, dann kann sich das tatsächlich immer noch stärker, ausbreiten. Und also dass das Virtuelle benutzt werden muss, gerade bei so internationalen Kooperationen ist ja ganz selbstverständlich. Das ist eine große Erleichterung. Es ist ein Hilfsmittel, aber es ist eben nur ein Hilfsmittel. Und ich habe gerade deswegen, nicht nur deswegen, aber der unmittelbare Kontakt, gerade das ist der Witz der Sache, dass man sich eben nicht nur am Bildschirm sieht und da ist schön auf Englisch oder auf welcher Sprache auch immer da miteinander parliert, ist wunderbar. Es ist besser als nichts und es ist auch ein erster Schritt. Und kann auch Kontakte, die schon da sind, noch weiter am Laufen erhalten. Aber wenn man wirklich in Kontakt treten will, dann gehört die unmittelbare Nähe dazu. Deswegen, so, wenn es nicht anders geht, muss man es machen. Man wird es auch als Hilfsmittel benutzen. Und ich weiß ja auch, und das ist ja auch völlig richtig, dass in Epikur solche virtuellen Elemente des Electronic Teaching und Distance Teaching und so weiter, dass das da alles eine große Rolle spielen muss. Aber ich möchte gerade deswegen darauf hinweisen, der direkte Kontakt auch über einen längeren Zeitraum hinweg ist durch nichts zu ersetzen. Und das ist vielleicht etwas umständlicher und auch etwas teurer, aber das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Sonst bleibt das buchstäblich virtuell und wird nicht wirklich und real. Und weil ich beobachtet habe seit diesen 30 Jahren, dass sich so ein europäisches Bewusstsein entwickelt hat. Jedenfalls unter Studierenden oder unter einer bestimmten Schicht. Das hat man zum Beispiel gerade in Zeiten der Pandemie im Frühjahr gemerkt, als viele Menschen die Errichtung von Grenzen, mit denen ich persönlich aufgewachsen bin, die Errichtung von Grenzen für unnatürlich hielten, weil für sie selbstverständlich ist, dass es in Europa keine Grenzen gibt oder dass das dazugehört zu Europa. Das ist so eine Veränderung, die ich im Laufe meines halben Lebens mindestens beobachtet habe. Und zu dieser Veränderung hat eben auch aus meinem Eindruck das Erasmus-Programm nicht ganz unwesentlich beigetragen. Und darum, genau darum, sind solche Programme wie unser Epikur und vergleichbare besonders wichtig. Dieses Wort von einem englischen Linguisten, der sagt, English is the easiest language to speak badly, but the most difficult to use well. Eines möchte ich dennoch hervorheben, und das ist auch unsere Philosophie im College gewesen. Wenn man denn in einem Land ist, vielleicht so für ein Jahr oder für ein Semester, dann sollte man sich doch wenigstens vornehmen, noch zusätzlich zu der Muttersprache und dem Englischen, die Sprache dieses Landes so zu lernen, dass man mit ihr doch einigermaßen vertraut ist und sich in dem mindestens sozialen Milieu bewegen kann. Also das wäre ein schöner Effekt, ja, das, was der Präsident Macron in seiner Rede in der Sorbonne gesagt hat, ja, dass wir diese europäische Mehrsprachigkeit nicht als eine Schwierigkeit, sondern als eine Bereicherung sehen. Ja.